Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Mir fällt gerade ein, ich habe wieder komplett vergessen, meine Leihspieler als Wechseloption zu nutzen, aber egal. Ging ja auch so gut. Okay. Traoré bekommt noch einen Vertrag, aber natürlich nur einen kleinen Vertrag. Ich überlege gerade, ich glaube, ich gebe ihm sogar nur einen Silbervertrag, damit er bloß 8 Spiele bekommt. Also ich jetzt 7 Spiele quasi mit ihm habe. Schmelzer hat er noch einen, das passt. Neuer, ja, 2 Spiele, dann ist er halt weg. Was soll's? Packen wir wieder Sommer rein. Er macht auch einen guten Job. Da fällt mir gerade ein, Sniper war so billig, da habe ich für den Champions League Style Sniper habe ich 150 ausgegeben. Also wenn ich jetzt Lust habe und Volland Sniper geben will, mache ich das jetzt auch einfach. Weil ich glaube, das passt. Passt auch zu Volland. Schuss am Pass, nee, nee. Wie gesagt, Sniper habe ich für 150 bekommen. Also, hä? Warte mal. Ich war mir sicher, dass ich Sniper mehrmals für 150 gekauft hatte. Sind die noch auf dem. Auf meiner Kandidatenliste? Das sind alles nur Spieler, mit denen ich handle, also mit denen ich Kohle mache. Habe ich die nicht bekommen für 150? Aber der kostet halt nichts, der Champions League Style. Also den habe ich damals zumindest für 300 sofort Kauf gekriegt. Mal gucken, ob sich das geändert hat. Würde ich ihm nicht auch einfach Sniper geben, dann hat er nochmal einen deutlich besseren Abschluss. Was schade am Sniper ist, verbessert halt die Distanzschuss nicht. Gibt es einmal für 300. Aber es ist mir halt wert, einfach jetzt voll an die 300 da zu gönnen. Weil ich glaube, der ist ein geiler Stürmer. Noch ein bisschen besseren Abschluss und dann geht er bestimmt richtig ab. Und wenn ich jetzt 300 Coins quasi verschwendet habe, weil ich merke, okay, der ist scheiße und ich verkaufe ihn jetzt nach einem Spiel wieder, dann stimmt mich das auch nicht so sehr. Dann würde ich sagen, wir fangen mal an und spielen eine Runde. Vielleicht denke ich ja jetzt dran, dass wir LeMar einwechseln wollen. 2 Spiele. Es geht mir jetzt eigentlich darum, zu versuchen, wenigstens noch ein Spiel zu gewinnen für den Monat, damit ich die Wahrscheinlichkeit erhöhe, im Monat Gold 3 zu werden. Auf Elite brauche ich gar nicht spielen, also an Elite muss ich überhaupt gar nicht denken. Das ist jetzt schon klar, dass ich wahrscheinlich nicht Elite 3 schaffe in dem Monat. Das ist einfach, ja, nee. So, das ist natürlich ein richtig krasses Team, also gegen das Team zu verlieren wäre wieder keine Schande. Aber vielleicht schaffe ich es ja trotzdem zu gewinnen. Einfach gut stehen, meine Verteidigung war echt gut in den letzten Spielen, komm. Versucht das wieder durchzuziehen. Schöner Stellungsfehler. Schade. Aber schön gespielt. Achso, ich hätte mal die Spielerrollen wieder einstellen müssen neu. Gerade jetzt mit Piszczek im Team. Das habe ich dumm gemacht. Oh, kein Lagertor, geil. Nicht mal eine Ecke. Alter! Zwei Riesenchancen, beide scheitern am Torhüter. Geil.
Hoplag wieder dieses Monster. Kein Elfmeter, okay. Dembele, was? Schmelzer läuft ihn ab, hätte ich nicht gedacht. Dembele ist eigentlich schon ein ziemliches Monster und vor allem ultraschnell. Haben wir Glück. Was für ein Traumpass von Piszczek! Und ich habe ihn nicht getraut, direkt zu schießen. Ich muss halt direkt schießen mit Traoré. Ich dachte, er hat so viel PS, er schafft das. Dann habe ich mich geirrt. Scheiße. Er direkt schießen soll mit Traoré. Die Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht, wäre sowieso gering gewesen, aber trotzdem. Ach so, ich gehe mal auf Defensiv, weil er so schnelle Spieler von hat. Mit Dembele und weil er auch ein überragendes Team hat. Schöner Stellungsfehler mal wieder. Schade. Was, was, was? Ich dachte, der Turmmann kriegt den. Ist ein neuer vor allem. Egal, nicht aufregen. Wir spielen gut. Da ist niemand. Schade. Man hat auch Bomben. Ja! Innenverteidiger. Na, also, schöner Spiel. Schöner Spielfehler. Ja, doch. Eigentlich schon ein Spielfehler. Schöner Rausspielfehler, wollte ich aber eigentlich sagen. Nice. Eieieiei. Wer hat ihn jetzt eigentlich gemacht? Wer stand da bereit? War das Volland? Hallo, zeigt mir mal, wer das Tor geschossen hat. Okay, ich habe keine Ahnung. Schade. Sehr schön mit Ginter.
Na also, schönes, richtig, richtig, richtig schönes Tor mit Traoré. Na, im richtigen Moment, ins lange Eck geschossen. Und gut, ich bin auf jeden Fall auch besser als der Gegner, von daher war eine verdiente 2-0-Führung jetzt. Und das Spiel war, das Tor war auch rausgespielt, wobei es war auch wieder ein krasser Fehler vom Gegner, aber egal. Und dann ausgekontert. Da macht es aber auch einfach über außen mit seinen Verteidigen. Also ich Doppelpass, ich bin durch normalerweise. Tja, Traoré belohnt mich quasi dafür oder zahlt zurück, dass ich ihn nicht verkauft habe und einen neuen Spieler genommen habe, sondern gesagt habe, komm, Coman und Bellarabi sind viel zu teuer. Das kann auch mein Traoré. Wäre eigentlich sogar eine Idee, Traoré ebenfalls Sniper zu geben. Das ist ein preiswerter Chemistry Style. Und. Oh, das war scheiße. Der passt sehr gut. Er ist schon sehr schnell. Besseres Dribbling, besserer Abschluss. Wobei er bräuchte eigentlich als Außenmittelfeldspieler vor allem. Pischer gefällt mir extrem gut übrigens. Jetzt schon. Er bräuchte als Außenmittelfeldspieler natürlich eigentlich einen Chemistry Style, der Distanzschuss macht. Fällt mir gerade ein. Also Deadeye könnte da besser passen. Ich glaube, Deadeye macht auch schön den Distanzschuss. Oh, da muss ich direkt passen, das war mein Fehler. Im Glück werde ich nicht bestraft für den Fehler. Aber ich kann ja auch nicht jedes Mal bestraft werden, nur weil ich einen Fehler mache. Es ist echt auffällig, dass Schmelzer und Piszczek Shadow haben. Die sind einfach so viel schneller als meine Innenverteidigung etc. Wobei Ginter hat auch Shadow, fällt mir gerade so ein. Aber die haben halt eine schlechtere Grundpace, die Außen, die Innenverteidiger. Ich wollte eigentlich flach schießen, aber irgendwie bin ich nicht richtig auf das zweite Mal schießen gekommen, deswegen war es dann leider kein Flachschuss. Fällt mir gerade ein, ich sollte mal aufs Pferd-Defensiv gehen. Wir spielen ja hier trotzdem gegen eine Mannschaft, die ganz schnell mal zwei Tore macht. Das habe ich gemeint. Das brauche ich von Volland. Das war natürlich ein krasses Tor. Also, damit habe ich gar nicht gerechnet. Der war so schlecht ausgerichtet, dass er den reinmacht. Ach so, der war abgefälscht. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Ich wollte schon sagen, wenn er den von selbst so geschossen hätte, das wäre krass gewesen. Das war natürlich ein Lackertor. Aber es zählt für ihn, es gefällt mir. Ja, damit ist das eigentlich jetzt durch. Aber wie gesagt, der Gegner hat auch nicht gut gespielt. Oh. Schade. Ich habe einfach nicht den Moment gefunden, wo ich hätte passen sollen, aber es wäre natürlich besser gewesen. Dass Piszczek so preiswert ist, also da muss ich sagen, bin ich echt überrascht. Ich meine, es ist immerhin 83er.
Und ich hätte eigentlich eher mit über 10.000 noch gerechnet, vor allem jetzt. Das ist halt einfach der beste Außenverteidiger auf der Position. War noch Zeiten, als Piszczek standardmäßig 86 Pace hat, jetzt hat nicht mehr 80, ey. Zeit seine Info bekommt. Aber die wird dann auf jeden Fall teuer sein. Fällt mir ein, es war ja Länderspielpause. Das heißt, ich war. Ach nee, ich glaube, die machen es mittlerweile auch so, dass dann auch anhand der Spiele in den Ländern die Infos verteilt werden und nicht nur die Infos bekommen, die im Verein noch tätig waren, in irgendwelchen Ligen, die keinen interessieren. 10-0 wäre halt schon geil, ne? Weil das ist ja noch im FIFA 18 was ganz Besonderes. Das war dumm von mir. Ich hatte sogar noch Platz zum Laufen, aber ich dachte halt, dass seine Verteidiger schneller sind. Und das habe ich dann erst, als ich abgeschlossen habe, ich erst gesehen, okay, die sind gar nicht so schnell. Da hätte ich noch gehen können mit. Mit voller Hand, schade. Gerade mit seinem starken Linken habe ich noch eine gute Torschance mir versaut. Zum Glück führe ich schon 3-0. Ist es nicht ganz so schlimm. Da wollte ich hinflanken, ohne Scheiß. Da fällt mir gerade ein. Ach nee, nee, macht keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, was ist denn, wenn es kein. Also wenn ich jetzt noch Spiele habe. Weekend League. Und es gibt aber keinen anderen Gegner mehr, der noch Spiele offen hat. Also erstens, es ist rein theoretischerweise natürlich möglich, ne? Aber vom Prinzip her unmöglich, weil es gibt ja immer genügend Spieler, die nicht alle ihre möglichen Spiele, die sie spielen können, abspielen. Das heißt, es wird immer welche geben, die noch offene Spiele haben. Und wenn es halt gerade keinen Gegner gibt, der ebenfalls spielt, dann findet man einfach keinen Gegner, hat Pech gehabt. Ja. Und es wird, wie gesagt, auch niemals so sein, dass man als Letzter übrig ist quasi und es keine restlichen Spiele mehr gibt. Also keine restlichen Gegner, weil es gibt immer jemanden, der nicht alle abspielt. So, also ich muss ja fast sagen, ich ärgere mich ja fast, dass ich jetzt nicht verloren habe, weil jetzt habe ich ja richtig Druck im letzten Spiel. Aber wenn ich das letzte Spiel gewinne, bin ich Gold 2, ne? Och Mann, jetzt habe ich nochmal richtig Druck. Voller hat sogar 2 Tore gemacht. Und eine Vorlage, 3 Scorerpunkte mit seinem neuen Champions League Style. Glückwunsch. Hat sich doch schon gelohnt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird jetzt richtig Stress nochmal. Ich muss was trinken. Und meinem Bauch geht es deutlich besser. Sehr schön. Oh, Scheiße, Mann. Das wird jetzt richtig heftig, ey. 5 Spiele, 5 Scorerpunkte. Und das in der Weekend League, also da gefällt mir jetzt auch besser als Origi. So, Schmelzer, das wird ewig dauern, bis ich. Also entweder kommt da irgendwie eine interessante Inform, ansonsten wird es ewig dauern, weil der nächste ist dann Alaba und Alaba kostet, weiß ich nicht, wie viel er momentan kostet, aber wahrscheinlich 200.000 oder so. Von daher kann ich ihm auch erstmal einen großen Vertrag geben. Tja, hoffen wir mal, dass Calcio A das letzte Spiel gewinnt. Icardi bleibt auf jeden Fall. Der Philippe, muss ich ganz ehrlich sagen, fühlt sich nicht so krass an, wie er jetzt von der Karte her ist, obwohl er sogar schon Engine hat. Leider, leider. Aber ich überlege gerade. 3 Spiele, 2 Scorerpunkte ist natürlich eigentlich gut für einen Außenspieler. 6 Spiele. Er hat noch keine Vorlage gemacht in die Karte, ja, für 7 Tore. Ja, ich werde Philippe erstmal noch weiterspielen, denke ich. Jetzt auf jeden Fall in dem Spiel. Schöne Trikots, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert mit dem. Nein, das. Ja, lass mal so spielen. Och, gelb-rot, Freund, das passt doch. Naja, nicht so schlimm. So, konzentrieren. Nicht viel reden, konzentrieren. Einfach nur konzentrieren.
Ich weiß nicht, diese Trikots finde ich eigentlich eher hässlich als schön. Diese Künstler-Trikots. Ach, schon wieder zumindest ein krasser Torhüter mit Loris. Dafür aber auch ein 79er, nicht seltener ZM. Sturm ist schnell, das heißt definitiv direkt auf Defensive gehen. Und jetzt ruhig sein und konzentrieren. Glück gehabt. Er hat direkt Pause gedrückt. Was ist denn da los? Will er irgendwas umstellen? Konzentrieren. Komm, wenn ich es verliere, ich werde mich natürlich mega ärgern, klar, aber ist auch nicht so schlimm. Hat jemand gewechselt, oder? Drinkwater. Und dafür Klaassen rein. Wahrscheinlich hat er diesen nicht seltenen ZM gewechselt, denke ich mal. Ja, renn ruhig auf und ab und verschwende deine Ausdauer. Das könnte am Ende des Spiels gut für mich sein. Ich sag noch, Icardi ist einfach nur so krass, was den Abschluss angeht. Also, Moment, bis jetzt auf jeden Fall der beste Stürmer, vor allem was den Abschluss angeht. Richtig nice. Auch gut gedreht, aber das kann er jetzt auch dribbeln mit seinem Sniper. Ball gespielt. Oh, Sané hat sich verletzt, aber es war Ball gespielt. Schade. Ich habe ihn in den Rang. Was? Ich habe ihn doch in den Rang gespielt. Was ist los? Was ist los? Aber irgendwie wollen die keine Kopfballtore machen. Meine Fresse. Schon wieder schöne Kopfballsituation. Ging nicht rein. Aber naja, vielleicht jetzt. Glück gehabt. Kein hessischer Konter. Volleys kann er auch gut, Icardi. Habe auf Klären gedrückt, das war mir einfach zu heavy sonst. Wurde auch nicht scheiße passiert. So, Philipp, jetzt zeig mal was. Schnell ist er auf jeden Fall.
Oh nein, das war scheiße. Oh, so ein Lacker, ey. Das haben wir sehr gut gemacht. Ja, Gegner hat auch ein Lackertor geschossen. Ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich sagen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Da war mein Tormann auch dran und er springt irgendwie drüber, macht ihn rein und hier gibt es halt ans Alu. Hätte auch direkt schon reingehen können, auf jeden Fall. Aber El Shaarawy ist da, sehr schön. War auch gut gespielt, fand ich. Da war doch schon meine. Schon. Oh nein, pfeift es doch nicht ab. El Shaarawy war durch. Das ist ein guter Spieler, der nervt echt. Scheiße, zweimal geführt, voll ausgeglichen. Bitter, aber egal, konzentrieren, so gut weiterspielen. Ecke. Ja. Es ist auch super schwer, den irgendwie den Ball abzunehmen im Mittelfeld. Das macht er einfach zu gut. Also jetzt.
Kein Foul, krass. Und ich glaube, ich lasse jetzt diese Defensive und gehe hier nicht auf sehr defensiv, weil ich habe das Gefühl, dass sehr defensiv, das kommt ihm entgegen, weil man dann noch dichter am eigenen Tor steht und er mehr Platz hat, um aufs Tor zu rennen. Deswegen lasse ich es mal so. Und würde erst bei 2 Toren Vorsprung auf sehr defensiv gehen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Oh Gott. Interessant, dass das kein Foul war. Hey, diese vogelwilden Pässe, das Glück kommen die nicht. Oio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 
Was war das denn? So, 85. Ich will jetzt Gold 2 werden. Wir lassen jetzt gar nichts mehr anbrennen, Freunde. Vielleicht aber auch doch, mal gucken. Wir lassen doch noch was anbrennen. Oh Mann, wieso? Ich hab so sicher, da drüben war frei. Ich hab so sicher rausgeflankt. Meine Fresse. Oh, so eine unverdiente Scheiße schon wieder. Scheiße, scheiße, scheiße. Und auf jeden Fall dann auch am Ende der bessere Spieler. Halbzeit ging auch an uns.
war nicht schlecht. Oh nein, jetzt geht's echt ins Elfmeterschießen, das ist der Wahnsinn. Okay, konzentriere dich. Ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Konzentriere dich, konzentriere dich, konzentriere dich. So eine unverdiente Dreckscheiße. Ich werde Gold 3. Ach, ist mir scheißegal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.